Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, gestern kam die 500er Folge. Wer sie nicht gesehen hat, einfach mal reinschauen. Da habe ich ein kleines Adventure gebastelt, also besser gesagt, eine Begehung des Megaprojektes hier von Steampunk City. Aber jetzt wollen wir zurück nach Chinatown, würde ich mal sagen. Deswegen bleibt mal dran. Ja, Chinatown ist wahrscheinlich noch ein bisschen übertrieben. Hier steht ja noch gar nichts. Bis auf den Kanal. Und da habe ich ein bisschen gebastelt. Erstmal, ich habe den hier schon mal tiefer gelegt. So soll es im Endeffekt werden. Hier mit dem Wasser auch. So habe ich mir das vorgestellt. Der geht jetzt erstmal nur bis hier so hin, weil hier fehlt ja noch der Rand. Und ich habe angefangen. Und was ich natürlich richtig geil finde. Nein, nicht da rein. Hier kommt man nicht raus. Hier kommt man nicht raus. Warum auch immer. Ist aber auch vielleicht gar nicht lustig, dass man da nicht so rauskommt. Den Baum da wegzuzimmern. Ich habe schon echt viel, glaubt mir. Ich habe verdammt viel weggerissen und gesprengt. Das Holz will ich ja gern behalten. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig mit Sprengen. Das Problem ist, es sind dieser und dieser Baum, die weg müssen. Und das sind wirklich, also der erste, den ich da weggerissen habe, das war wirklich der größte. Hier, der geht Gott sei Dank nicht in einen anderen Baum über. Na doch, hier ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. Das muss ich halt nach und nach alles. Ach nee, guck mal hier, das ist wirklich doch nochmal ein zweiter großer Baum. Aber der hier wird auf jeden Fall auch noch verschwinden müssen. Weil, ne, ja, der steht halt voll im Weg. Und der hier generell auch. Gottchen, nee, das sind ja zwei Bäume. Ja, muss ich hier ein. Boah, leck mir am Arsch. So, ja, aber mit dem Baum habe ich angefangen. Um das hier schön zu machen. Und wie gesagt, den ganzen Touristen hier runtergesetzt. Das ist eine schöne Höhe, wie ich finde. Und jetzt können wir aber mal hier den hier weiterziehen. Bis hierher hatte ich mir das überlegt. Das ist eine gute Länge für die Stadt. Bis da hinten so auch, ne? Finde ich eigentlich ganz human. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal hier unsere Materialien zurück. Ich hatte ja hier ein bisschen geräumt wegen dem Special in der letzten Folge. Hier, das ist alles für meine Sprengung. Kommst mal hier so rein, brauche ich nämlich erstmal nicht. So, ein Bettchen habe ich auch dabei, das können wir uns mal hinstellen, damit wir hier nicht immer nachts stehen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir das hier schon mal leergeräumt haben, ist es hier auch generell einfach heller. Es war hier nämlich so dunkel, dass hier sogar tagsüber Viecher gespawnt sind. Fand ich weniger cool, um ehrlich zu sein. So, die Materialien, die wir natürlich benötigen dazu für unser Bauprojekt, ist Holz, ist das Holz, ist das, ist das, ist das. Nehmen wir natürlich auch mit. Wo habe ich denn das Gestein? Oh, das ist das Letzte, was ich habe. Habe ich das irgendwo mit reingetan? Nehmen wir dich einfach mal so mit. Hä? Ich bin komplett aufgebraucht. Vor allem auch die ganzen Slabs dazu. Ich meine, ich habe ein paar Sachen reingetan. Gepackt, aber jetzt nicht unbedingt viel. Hier mal ein bisschen zum Leerräumen. Davon brauchen wir auf jeden Fall auch einige. So, ja, gut, schauen wir mal. Ja, gut, nee, ich glaube, ich habe die alle weggepackt, weil ich die hier alle verbraucht habe. Kann gut sein, weiß ich nicht mehr. Hier muss der hin, ne? Genau, das passt nicht. Richtig. Ich habe den ja nochmal tiefer gesetzt. Deswegen habe ich hier den Rand schon mal gezogen. Damit wir dazu hier einfach übernehmen können. Dann muss ich mir den mal hier hochzimmern.
Und den Zaun natürlich. Der war auch alle. Chinatown, wir kommen in großen Schritten. Jetzt brauchen wir noch die Weißen. Daher genau, das war für die Bomben. Cool, ja gut, weil ich jetzt so viele da bei dem Megaprojekt noch mit rausgehauen habe. Für die kleine Plattform. Sind das jetzt so wenige? Du dahin, du dahin. Brauchen wir natürlich ein paar mehr Treppen. Sollst du nur da runter? So, geht doch. Erstmal den unteren. Sieht gut aus. Den Zaun und die Lampen brauchen wir natürlich noch. Die da. Wie gesagt, das wird alles ja irgendwann nach und nach hoffentlich verschwinden. Und dann passt das eigentlich so, du auch raus. Genau, da brauchen wir halt noch ein paar mehr. Dazu fehlt uns der Hornisch, ist ja nicht so teuer. Habe ich auch ohne Ende durch den Abriss schon wieder gesammelt. What? Ist das der falsche? So, Kanal completed. Da gab es doch mal Feuerwerk, oder nicht? Oder haben sie das abgeschafft? Welchen brauche ich denn nicht? Den hier brauche ich nicht. Dann kann ich nämlich mal hier hinsetzen. So. Jetzt geht's ja ratzfatz. Jetzt haben wir alles im Petto, alles auch griffbereit eigentlich. Dann sollte das kein Problem mehr hier darstellen, wenn er mich hier ein bisschen besser machen lassen würde. So, so, so. Ist er auch oben. Ja, verpiss dich nur. So. Alle. Wie gesagt, ich habe mich halbwegs vorbereitet. Aber nur halbwegs. Die Lampe ist da. Perfekt. Und jetzt noch den Zaun, dann haben wir das. Ich habe keine Completed-Nachricht gesehen. Schnecke vergessen. Hier steht alles. Nee, ist fertig. Okay, jetzt geht's halt hier weiter. Auf der Gegenseite. Das war auch eine ganz schöne Abrissarbeit hier, dass wir das hier so haben. Glaubt mir mal. Ekelig. Extra hier so die ganzen Lücken gemacht, aber da fehlen halt leider doch noch ein paar Sachen, nämlich den Weg nach hinten. Also da müssen wir jetzt hier ein bisschen doch abreißen. Habe ich gar nicht bedacht.
Cool, so viel ist es gar nicht, wenn ich das gerade so sehen darf. Hat der echt die komplette Bahn gezogen? Ist ja Wahnsinn. Ah, so viel ist es gar nicht. Wenn wir das hier nicht so wegnehmen. Dann passt das ja. Lübt. Lämpchen. Komplett. Perfekt. Siehst du hier? Da ist es. Komisch. Dödlet. Schön, wenn ein Plan so aufgeht. Ungelogen. So, hier kommen wir so hoch. Ja, ein bisschen müssen wir da auch wieder wegmachen. Ist aber nicht so schlimm. Und dann so. Reicht nicht. Juhu, juhu, ich freue mich so. Es geht voran. Sehr nice. Der sagt schon wieder nicht komplett. Aber es hat geleuchtet. Und der ist auch fertig. Sonst braucht er immer ein bisschen länger zum Abbauen, sonst weigert er sich quasi ein bisschen, wenn er nicht fertig ist. Ich glaube, die beste Variante zum Bauen ist diese, ey. Einmal entwickeln und dann einfach nur rüberziehen. Klar, ich hätte es auch viel größer bauen können von alleine erst und dann so eine ganze Wand. Aber so geht's, ne? Vor allen Dingen, ich kann das ein bisschen variieren zwischendurch. Also was heißt variieren? Ich kann unterbrechen halt. Ohne dass mir hier das dann irgendwie halb zusammenstürzt, weil er keinen Bock mehr hat oder sowas. Weg da. Manchmal zieht er die Line fertig, manchmal nicht. Completed. So, nur noch einmal, Freunde. Dann haben wir's. Sehr, sehr cool. So. Den Weg. Der Weg ist dann geebnet, sag ich mal. Wir haben das hier gut eingebunden. Und das war halt die Sache, lasse ich den Baum stehen oder nicht, aber das ist hier so echt ungünstig verbunden. Deswegen wird das alles weichen müssen irgendwann mal. Ich hatte echt schon wieder überlegt, ich setze Feuer ein, ne? Aber nee, lieber nicht. Das können wir ja noch von der alten Welt. Weil das ist ja auch ein Riesenwaldstück. Guck dir das mal an hier, das ist ja hier so ein Ding. Bis der abgefackelt ist, wenn er überhaupt abfackelt oder dann das Ganze wieder ins Unendliche brennt, habe ich keinen Bock drauf. Fertig? Nee, noch nicht fertig. So, sehr nice, sehr nice. Läuft gut.
Ein dicker, langer Kanal ist auf jeden Fall auch lang genug, würde ich mal meinen. Kann man auf jeden Fall arbeiten. Ich hatte erst überlegt, nächste noch einen weiter, aber ich denke, es reicht. Ich werde hier quasi so ein Endgebäude hinsetzen, wo der dann durchfährt und auch in dem Gebäude hochgeht. Und das hier von der Länge ist vollkommen human und ausreichend. Dann kannst du erstmal verschwinden. Blub. Lübt. So, was sagt der Tacho? 15 Minuten, wir haben noch Zeit. Ich habe gar nicht so viel mehr geplant. Ich wollte eigentlich so viel machen und dann wieder mich ein bisschen vorbereiten. Ohoho. So, was wir machen, wir bauen ein bisschen ab. Da müsst ihr jetzt mit mir durch. Weil, wie gesagt, ich kann nicht alles wegsprengen. Sonst habe ich am Ende nichts mehr an Holz. Deswegen muss ich das vorher so ein bisschen retten. Weil das ist ja wichtig. Ja, hier habe ich schon gesprengt und alles verloren. Holz ist doch ein Rohstoff, deswegen sind wir ja erst hierher gekommen. Na gut, das hat man ausgerechnet, die größten Bäume hier direkt waren, war schon ein bisschen assi. Aber gut. Wo sind wir hier? Ich glaube, jetzt sind wir hier schon nebenan, an dem nächsten Ast dran. Dann nehmen wir erstmal die Ebene hier so raus. Also viel Baum ist es nicht mehr, glaubt mir, im Verhältnis. Ich habe, glaube ich, schon mal, also der Baum hat doppelt so hoch. Das war wirklich der größte Baum von allen hier. Der war nochmal so groß, wie der andere Baum generell groß ist, war obendrauf, was ich da schon weggehauen habe. Wie gesagt, ich nutze auch jetzt nicht so diese normale Billigsprengung, sondern ich mache diese Quadratsprengung. Aus dem einfachen Grund, dass ich das besser kontrollieren kann. Das ist wichtig. Na, man muss ja mal ein bisschen gucken, wo man bleibt. Dass man halt so viel wie möglich hier effektiv arbeitet. Ja, glaubt mir, da ist schon ein gutes Stück, was noch an Arbeit ansteht. Aber so generell sieht das, glaube ich, ganz vernünftig aus, was wir hier machen. So, die Bomben habe ich jetzt natürlich auch nicht am Start, ne? Nein, komm, ich will mal ein bisschen Sprengmeister spielen. Oder hatte ich die alle aufgebraucht? Das kann natürlich auch gut sein. Das Schöne ist, wir können wenigstens die billigen nehmen, ne? So nach dem Motto. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Na, die müssen höher sein. Da, die da. Das. Wie billig ist in Anführungszeichen. So, immerhin schon 28, direkt wieder mal weg. Du kannst auch weg. Du kannst weg. Du kannst weg. So, das heißt, ich kann jetzt hier auf dieser Seite wieder anfangen zu sprengen. Na gut, den hier brauche ich jetzt nicht verschwenden. Das ist halt dann, wenn so ein paar Lücken entstehen. Genauso wie das hier retten wir uns mal raus. So, fangen wir doch mal hier an. Guck mal, ist immer noch nicht unten. Das ist ja Wahnsinn, ey.
ich eigentlich schon gar keinen Bock, auch nur hier die kleinsten Dinger zu retten. Dann eine ganze Reihe verloren. So. Na, ja, ist ein bisschen Holz drin. Einer. Das ist es halt, wenn ich das komplett wegsprenge. Dann verliert man halt leider auch sehr viel. Ja, sieht gut aus von der Länge. So, da kommt der nächste Baum nämlich zum Vorschein. Ah, das ist schon mal eine Höhe, mit der man arbeiten kann. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, nein, nach vorne. So. Du weg. So verschwindet halt nach und nach der Baum. Komm, wir gehen einfach mal durch. Huhuhu. Der ist halt echt groß. Guckt euch das mal an. Der geht bis hier hinten hin. Jetzt wird es auch langsam duster. Das heißt, ich werde sowieso gleich beenden. Aber ich habe immerhin schon mal ein bisschen wieder was weggesprengt. Um den kleiner zu machen. Boah, yes. Hier geht es auch nach unten. Das freut mich schon mal. Ich bin auch immerhin schon auf der hinteren Ebene. Nochmal hier drüben ein, zwei ansetzen. Na, verdammt. Die kann ich doch da jetzt nicht so stehen lassen hier. Den Außenposten hier. So. Okay. Das war's für heute. Wie gesagt, nur direkt nochmal ein bisschen Baum weggenommen. Ganze Ecke sogar. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann würde ich mal sagen, setzen wir mal unser erstes Häuschen drauf. Oh, der ist ja auch cool, der Keeper. Tja, kommst du nicht weg, ne? Ist doch ein Foto wert. Ha! Eingefangen mit der Cam. So, danke fürs Zusehen. Lasst mir ein Abo da, ein Däumchen, wenn ihr noch nicht habt. Dann sehen wir uns in aller Ruhe in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss!